Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Ja, hallo, da sind wir wieder. Wir sind heute im Namen der Challenge unterwegs. Lieblingsgericht trifft Kochsünde. Habt ihr ja mit Sicherheit schon beobachtet, diese ganze Sache ist ja ins Rollen gekommen, kann man sagen. Und wir haben uns überlegt, wir machen heute ein sogenanntes Ragout Fin. Was das ist, wird euch am besten Hans erklären und was wir dafür benötigen. Also, wir haben hier 4 Toastscheiben, dann haben wir 4 Käsescheiben, Zitrone und natürlich ganz eklig Ragout Fin aus der Dose. Ist ursprünglich mal eine Vorspeise gewesen in Frankreich, ist aber, da es ja eine Kochsünde eigentlich ist und gleichzeitig auch irgendwie so ein Lieblingsgericht von uns, das ist so für einen Sonntag, wenn man mal was getrunken hat, die Jogginghose anhat und man hat irgendwie nichts mehr im Haus, außer Nudeln oder so und man hat keine Lust drauf, dann sagt man, Mensch, ich möchte so einen Ragout Fin Toast. Das ist genau das richtige Mittel gegen den Kater und es schmeckt bombenmäßig. Wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Der Grill hat die Temperatur von 160 Grad erreicht. Wir machen jetzt auf. Wir haben hier eine Konsistform. Das dient nur, falls was runtertropft. Das Rost haben wir hier drin umgedreht. Jetzt kommen unsere 4 Toaste. Einfach hier oben drauf. Die Dose Ragout Fin aufmachen. Sieht ein bisschen eklig aus, ist aber total geil. Jetzt wird das hier einfach auf den 4 Toasten verteilt. So, unsere Toaste sind jetzt fertig beschmiert mit dem Ragout Fin. So, ungefähr die ganze Dose ist leer. Jetzt geht der Deckel drauf und wir lassen den jetzt so circa 5-6 Minuten, lassen wir das jetzt erstmal heiß werden, dass das Ragout Fin heiß ist und die Toaste ein bisschen krosser werden. 10 Minuten sind rum, wir gucken jetzt mal rein. Oh ja, das sieht schon ganz gut aus. Das ist der Moment, wo wir jetzt den Käse drauf tun. So, jetzt schließen wir den Deckel und warten nur kurz darauf, dass der Käse schmilzt und dann gucken wir wieder nach. Weitere 10 Minuten rum, wir gucken mal. Ach du Kacke, was ist hier passiert hat? Was ist mit dem Käse? Der schmilzt nicht. Ja, das ist so ein Light-Käse, da fehlt ein bisschen Fett. Macht nichts, der ist aber durch. Das ist und, ja die Kochsünde, die wir ja hier haben. Wir haben den falschen Käse. Die Toaste sind ja auf jeden Fall fertig und die kommen jetzt runter. Und dann sehen wir uns drin wieder. Und jetzt kommt der Anschnitt. Wir schauen einfach mal rein. So sieht es aus. Und zum guten Schluss kommt da eiskalt am Ende ein Spritzer Zitrone drüber. Ordentlich über den Käse drüber. Und dann könnt ihr so loslegen mit dem Schmausen. Jetzt bleibt uns nur noch eins. Wir probieren. Hans. Also, ja. Einen guten. Guten. Also für diesen riesigen Aufwand, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich das gelohnt. Würde ich jederzeit wieder machen. Das war unsere Challenge. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das hätten wir tatsächlich ohne die Challenge, hätten wir es wirklich eigentlich nie gedreht. Also es ist halt so einfach, aber trotzdem genial und lecker. Und wir wollen natürlich auch einen Kanal oder sogar 2 nominieren. Horst, wen haben wir uns überlegt? Also wir haben gedacht, erstmal Man in Black könnte das mal versuchen und das mal so zeigen, was er drauf hat. Sorry, das, was du uns nicht zeigen willst, dass du uns das zeigst. Und als zweiten Kanal... Den habe ich schon wieder vergessen. Den Grumpy Griller. Jetzt war's! Danke übrigens. Weil du uns so eine geile Soße geschickt hast. Dann können wir gerne mal gucken, was du daraus machst. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.